Hundefeuerin, hallo. Hi. Welche Größe suchst du? Ja. Oberraum G11 mit 19 Quadratmeter für 511 Euro. Der hat auch Tageslicht. Das heißt, ihr wollt eventuell den Raum untervermieten? Ja, ich gucke jetzt gerade mal, ob euer Raum zur Untermiete möglich ist, weil wir haben auch ein paar, die das nicht sind. Warte mal eben. Ja, der ist zwei Untermieter, könnt ihr nehmen, wenn ihr wollt. Ja, dann freue ich mich auch. Paul, bis morgen. Tschüss. Tschö. Ich bin Oliver Döring. Ich war schon mit 18 Berufsmusiker und habe als Jazzmusiker gearbeitet und habe sehr schnell gemerkt, dass diese Art von Beruf mir eine Begrenzung auferlegt, mit der ich nicht zurechtkomme. Realität war, dass oft die Jobs, die das meiste Geld brachten, am wenigsten künstlerischen Anspruch hatten. Und ich habe schon ganz früh so eine Vision entwickelt, die sozusagen dazu geführt hat, dass das hier so ein Gesamtkunstwerk geworden ist. Also ein Lebensraum und Arbeitsraum für viele Musiker und ein Jazzclub, wo ich und andere spielen. Ich habe eine Anzeige auf Facebook gelesen, da sucht ein Bandleader einen Bassisten und einen Drummer und weil ich Schlagzeugerin bin, habe ich mich da beworben und ich habe in einer halben Stunde schon einen Termin und ich bin ganz schön nervös. Das wäre meine erste Band, in der ich spielen würde und ja, ich muss mich jetzt noch ein bisschen einspielen, damit das gleich auch klappt. Ich bin Katharina. Bisher übe ich das Schlagzeugspielen hier alleine. Wenn ich allerdings eine Band habe, dann brauche ich einen neuen Raum, weil ich hier nur Untermieter bin. Als ich meine ersten Proberäume gemacht habe, habe ich so viel Reaktion und Nachfrage von Musikerkollegen bekommen, dass klar war, Proberäume werden gesucht wie verrückt. Und ich hatte ganz schnell eine riesen Warteliste von Leuten, die gesagt haben, wir wollen hier irgendwie bei dir einen Proberaum haben, wurde also immer größer über die Jahre. Und auf der sehr, sehr langwierigen Suche nach einem eigenen Objekt habe ich letzten Endes hier ein Riesenglück gehabt. Wenn man weiß, was man alles braucht für sowas, dann wird die Liste ganz schön schwierig. Denn ich brauche ein Riesending mit Parken und Verkehrsanbindung und sanitären Anlagen und so weiter. Ich muss da Krach machen können ohne Ende. Ich will da ja hunderte von Rockbands drin haben. Und es muss ein tolles Ambiente haben. Ich habe mir bestimmt im Laufe von 5 Jahren in Köln 100 Hallen angeguckt, mindestens. Ich bin Elia, ich bin hier vor 3 Jahren zusammen mit der Franzis in den Proberaum hier gezogen und wir sind das Duo The Bottom Line. It's all about y'all.
für uns, dass wir genau mit dem, was wir tun, akzeptiert werden, dass wir mittelmäßig große Hallen füllen und Ambiente des Mitgefühls erzeugen, der Ergriffenheit. Das ist 8 Jahre, glaube ich, her mittlerweile. Da habe ich da bin ich mit Freunden auf eine Drum and Bass Party gegangen und sie war als Performerin da, so als Performance-Kunst mit Musik, und sie war auch als Klavierspielerin auf der Bühne, und das war alles eigentlich sehr, sehr dark, ja, so sehr, sehr raue Atmosphäre. Und ich dachte, als ich sie das erste Mal auf der Bühne sah, wow, diese Frau hat was zu sagen. Ich glaube, eigentlich ist diese Erde ein Paradies, aber wir Menschen machen eine Hölle draus, würde ich sagen. So nehme ich die Welt wahr. Wir sind nicht in der Lage, dieses Paradies anzuerkennen als Paradies, sondern wir zerstören, was wir haben. Wir zerstören die Grundlage unseres Lebens, und das ist dieser Planet. Und wir zerstören uns gegenseitig und wir vernichten uns und genau lassen Anteile in uns gewinnen, die man vielleicht Ego nennt, aber nicht Herz. Ich bin der Eddie. Ich komme aus dem Kuhkaff an der Grenze zu Wales, einem sehr, sehr spießigen Dorf. Da sind die Leute, viele von den Leuten sind eher spießig, viele sind eher prollig. Ich stimme auch schon mal. Ich war Außenseiter, weil ich war schon eher sensibel und alternativ, irgendwie Freigeist, und habe sehr schnell entschieden, in Deutschland zu bleiben. Sorry, ich bin total nervös. Eigentlich ist es ein Drumbeat. Ein bisschen, wie nennt man das auf Deutsch, so ein bisschen Swing-Style, so ein bisschen halt... Zeig mir mal die Grundidee und ich gucke, was ich draus mache. Warte, ich helfe dir. Wir tauschen einmal Gitarre gegen Stöcke. Ja. So, guck mal, hier. Ja, danke. Das sind echte Sonderschule-Stöcke übrigens. Echt geil! Ja. Ich muss mich immer neue Schlagzeug gewöhnen, deswegen spiele ich mich ein bisschen warm. Ja, mach das. Spiel es mir einmal vor, dann habe ich es im Kopf und dann vergesse ich es nicht nochmal. Okay, in 2 Jahren dann. Mein Name ist Philipp Goudard. Ich bin seit 2009 in Köln und seit 2016 hier als Musiker im Bereich Schlager und Karneval tätig mit meinem kleinen Tonstudio. Auf der einen Seite lebt man natürlich so ein bisschen von der Dienstleistung. Also ich bin als Covermusiker unterwegs, habe viele Hochzeiten gespielt, Galas, Kreuzfahrten begleitet und versuche aber seit Jahren auch immer so ein bisschen meine eigenen Songs zu machen, eben im Bereich Schlager und seit neuestem auch im Kölner Karneval. Ooh.
ist der Karneval ja allgegenwärtig und es gibt einen Verein, der nennt sich Kajuja. Die machen jedes Jahr einen Vorstellabend, wo sich neue Talente aus verschiedenen Bereichen vorstellen können. Und da habe ich mich dieses Jahr beworben, relativ spontan, nachdem im Karneval viel passiert bei mir aus diversen Zufällen und Auftritten, wo sich so Dinge ergeben. Und naja, ein bisschen hochgepokert. Man muss 20 Minuten spielen können und ich habe, gelinde gesagt, noch nichts, wo ich jetzt hundertprozentig sage, da stehe ich dahinter. Das ist genau das, was ich präsentieren möchte. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Zeiten, die allerschönste Nacht, die allerschönste Momente habe ich nur mit euch verbracht. Wir tanzten und wir sangen, das die ganze Nacht, die allerschönste Momente habe ich nur mit euch verbracht. Und ich würde sie nie tauschen gegen nichts auf dieser Welt, aus vielleicht für eine Nacht wie Annika aus Krefeld. Tanzen und wir sangen und das die ganze Nacht. Die allerschönsten Momente habe ich nur mit euch verbracht. Und ich würde sie nie tauschen gegen nichts auf dieser Welt, außer vielleicht für eine Nacht mit Annika aus Krefeld. Geben Sie sich bitte zum Gebäude 3, Erdgeschossraum I03031. Der Raum befindet sich hinter der Glastür auf der rechten Seite. Ich habe mich auf den Master Kulturästhetik Medien an der Hochschule Düsseldorf beworben, weil ich merke, ich komme so beruflich in meinem Leben nicht weiter. Tatsächlich habe ich ja neben meinem Musikalischen auch noch was Seriöses gemacht. Ja? Und da bringt aber ein Bachelor als Geisteswissenschaftler nichts. Und ja, ich würde eigentlich gern nur Kunst, nur Musik machen. Und ich hoffe mir mit diesem Studiengang so eine
ja, Kompetenzen, so eine Schnittstelle zu finden, wo ich beides verbinden kann. Das Stück ist noch nicht fertig geschrieben, es ist gerade so im Prozess zu entstehen. Erstmal ist hauptsächlich da ein Gefühl eingefangen, das ich den ganzen Tag über hatte. Und das ist das Gefühl, dass unglaublich schwere Steine auf meinen Schultern liegen, die ich nicht tragen kann. Eine sehr, sehr große Last, die auch dieses Gefühl beschreibt, ist die Last des strafenden Gottes. Der Gott, der höchstwahrscheinlich katholische Gott, der zu mir spricht und mich strafen möchte für das Elend, das die Menschen auf dieser Erde verrichten. Und weil ich in der Lage bin, es zu sehen, findet dieser Gott, ich soll Schuld dafür empfinden. Und in einer sehr zugespitzten Situation meines Lebens, auch innerhalb meiner Familie, war dann der Deal, hab ich einen Deal gemacht mit dieser Stimme, der da war, dass ich mein Fleisch verstümmel dafür, dass er mir dann nicht meine Fähigkeiten nimmt. Es gibt diese Stimme immer noch irgendwie teilweise als Echo, aber sie hat ihre Wirkung verloren. Schon immer der Traum, Musiker zu werden, aber man hat natürlich so vom Elternhaus immer indoktriniert bekommen, naja, lern was Vernünftiges, geh deinen Weg, aber schaffe eine solide Grundlage. Und die war bei mir, zumindest für 4 Semester, das Sozialpädagogikstudium, das ich dann aber zugunsten der Musik abgebrochen habe und seitdem irgendwie alles auf eine Karte gesetzt habe. Ich kann nicht von der Musik leben. Wie gesagt, mit 3 Jahren kriegt man noch nicht so viel hin. Ich habe dann noch mehr vor. Aber zurzeit arbeite ich viel, um das finanzieren zu können, um viel Schlagzeug spielen zu können. Momentan habe ich noch eine halbe Stelle im Kindergarten. Heute war der letzte Tag zum Glück. Also was heißt zum Glück? Ich habe da sehr gern gearbeitet, aber heute ist der letzte Tag, weil ich mich jetzt mehr auf die Musik konzentrieren möchte. Linksrum oder rechtsrum? Ich würde es so rum machen. Ich habe großen Respekt gerade. Ja. Irgendwie hier wackelt es. Ja, das steht auf der Kante. Kannst du ihn annehmen? Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, dass du das hier so alleine hebst. Ja.
Grundschule, wo ich der einzige Mensch war, der eine Sehbehinderung hatte. In so einem Dorf natürlich auch ziemlich schwer. Ich habe dann schon in der Kindheit, schon in der Grundschule schon viel Gewalt erlebt. Dann bin ich halt dann ins Internat für Menschen mit Sehbehinderung und ja, da habe ich noch schlimmere Sachen erlebt und deswegen waren die ersten Jahre bei mir nicht so einfach. Die Leute in meiner Klasse, die haben entweder Techno gehört oder Gangster-Rap. Das hat mich so zur Außenseite gemacht, dass ich halt Punkrock gemacht habe, dass ich halt anders aussah, dass ich so andere Werte hatte. Ich fand das einfach ziemlich armselig, dieses in der Gruppe sind wir stark. Also ich habe versucht, für mich selber stark zu sein. Vormorgens bin auf wach, sitz hier allein mit der Gitarre und ich schreibe noch ne Strophe, der ich mich dir offenbare. Doch bin ich in deiner Nähe, bleib ich immer stumm. Ich finde nie die richtigen Worte, diese Sehnsucht bringt mich um. Du bist ein ferner Traum, doch manchmal werden Träume wahr. Ich bin manchmal kein Märchenprinz, doch irgendwann ein Punkrockstar. Irgendwann ein Punkrockstar. Irgendwann ein Punkrockstar. An und Dana. Ich habe ziemlich viel Gewalt erlebt, auch teilweise auch sexuelle Gewalt. Und es ist mir mit 14 passiert. Und ich glaube, ohne Musik hätte ich das, was ich da erlebt habe, nicht überlebt. Auf der einen Seite war ich so der Opfer, aber auf der anderen Seite konnte ich mich in meine Punkrock-Musikerwelt flüchten, wo ich dann träumen könnte, irgendwann der Größte zu sein, irgendwann auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen. Und ja, also das war halt das, was mir irgendwie nicht nur Hoffnung gemacht hat, sondern mir so einen Halt gegeben hat. Ich schwebe verrückt, weil du mich ansüßt. Ich komm mal auf, weil du Beamer bist. Und ich spür jetzt, der eure Blick ist einfach perfekt. Der ist einfach perfekt. Ja, morgen ist der große Tag. Morgen bin ich bei einem Wettbewerb hier in Köln angemeldet und da werde ich 3 bis 4 eigene Titel spielen müssen. Ich habe auch bis gestern Nacht um 11 Uhr an den letzten Texten gefeilt und jetzt muss noch geprobt werden, vorbereitet werden, damit das morgen auch ein rundes Set wird. Wir haben aber noch eine Menge Arbeit vor uns bis morgen. Jetzt gestern eine E-Mail bekommen, dass es mit dem Studium vorerst leider nicht geklappt hat. Genau, liegt da irgendwie nach irgendeinem Koeffizienten ganz knapp unter der Linie, die für eine Zulassung gereicht hätte und ja, ist jetzt so. Das ist einfach nicht fair, wenn ich mir dann so manche andere Studiengänge angucke, was man da so leisten muss, dass er irgendwie so unglaubliche Steine in den Weg gelegt bekommt mit diesem Bachelor, dass das irgendwie so, er bekommt keine Jobs. Jeder Masterstudiengang ist irgendwie schwer zu kriegen, weil er dann irgendwie der NC irgendwie 2 Notenpunkte zu schlecht ist, wenn man das so sagen kann überhaupt. Ich glaube, es frustriert ihn sehr und er wird sehr zynisch darüber, mehr und mehr zunehmend. Ich bin immer froh gewesen, jetzt zum Beispiel, weil es ja hier ganz konkret ist, dass ich das Musikmachen nie aufgehört habe für irgendeinen sicheren Weg. Ja? Das wäre ein ganz großer Fehler gewesen, hätte ich das gemacht. Weil so habe ich immerhin Stand heute diese Substanz, ja, dieses Musikmachen, wo ich weiß, das hat so einen hohen Wert. Ich könnte auf meinem Schlagzeughocker könnte ich sterben und alles wäre gut. Ja? Also ich habe da eine Tätigkeit, eine Passion gefunden, wo ich weiß, dafür lohnt sich das Leben. Und alles andere ist Beiwerk. Ja.
Und ich dachte mir, ich sei frei von Lampenfieber und habe dann festgestellt, dass bei mir Lampenfieber sich dadurch äußert, dass ich eine unfassbare Müdigkeit vorher empfinde. Ich fühle mich unheimlich schlapp, ich könnte literweise Kaffee trinken und das setzt meistens schon morgens ein, mit so einer Art und Weise, die man fast beschreiben könnte als eine Unlust. Also man denkt den ganzen Tag, boah, heute auf die Bühne, ich habe irgendwie gar keine Lust darauf, weil man immer so das Negative sieht, das Schleppen, das Autoladen, wo man dann denkt, der Aufwand ist irrsinnig groß für diese 30 Minuten Fame, die man dann am Ende empfindet. Aber wie bei allem Lampenfieber ist es dann eigentlich nach den ersten Takten wunderbar. Man genießt es dann auf der Bühne total und dann ist es auch schon wieder vorbei. So ein Konzert wie heute ist tatsächlich ist ein kleines Konzert, da werden vielleicht 60 Leute sein. Hat sich relativ spontan ergeben. Ich sehe das eher als so eine öffentliche Probe für die Leverkusener Jazztage, da haben wir uns beworben. Ist noch was da? Also wenn es gelänge, im November bei den Leverkusener Jazztagen zu spielen, dann wäre das für uns halt ein ganz anderes Forum in einer Größe und einer Aufmerksamkeit, die wir so, glaube ich, noch nie hatten. Und wenn man mal in die Historie von dem Festival guckt, da haben viele Bands, die da in diesem Rahmen dieses Förderwettbewerbs spielen konnten oder gar gewonnen haben, die haben wunderbare Karrieren hinter sich gelegt und das war ein richtiges Sprungbrett für die und das ist natürlich auch insgeheim meine Hoffnung, dass wir das über so einen Weg auch machen können. Rein da. Genau. Was hast du ein Gefühl? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und ja. Scheinbar bin ich dann so ein bisschen aus der Konkurrenz der Bands raus, wenn ich Glück habe. Dann könnte es sehr gut laufen, weil da war das Feedback unter den Solisten super. Aber ich habe hier auch Abende gesehen, wo die halt Solisten noch in der Luft zerrissen haben, weil die halt mit Playback auftreten oder sonst irgendwas. Da war halt eben auch so ein bisschen der O-Ton, schlechte Playbacks und sonst irgendwas. Und wenn ich dann auch bedenke, dass die wissen, dass halt super wenig Platz ist und ganz viele super tolle Musik-Acts mal dabei sind, habe ich gar keine Ahnung, wie es läuft. Echt gar keine Ahnung. Sicherungstermine bei mir für euch zur Info, wenn wir heute Abend mit den Sichtungen loslegen, wenn wir den Kollegen natürlich auch wollen. Teil des Jahres in New York, wo ich als Jazz-Gitarrist arbeite und viel auftrete und komme für jeden ersten Sonntag im Monat nach Köln für den Orange Sunday. Gut, ich denke, das ist klar. Und da kann ich dann in der Tat meinen Traum leben mit einer tollen Band, die ich mir selber zusammenstelle und dass ich praktisch mit dieser Vision von dem, was ich machen wollte und was für mich Jazz ist, so erfolgreich geworden bin. Ich habe schon von.
Vorschlag haben. Weil für uns immer wichtig ist, ein gesundes... Die Leute haben super mitgemacht, obwohl das jetzt wirklich ein Fachpublikum in dem Sinne war. Da war ich super überrascht. Es gab ein paar Haken von meiner Seite, wo ich nicht so ganz zufrieden bin, so ein paar Texthänger und so. Und demnach auch die Frage natürlich, die obligatorische, die ich schon ansprach vorher. Playback, muss das sein? Ist das die Zukunft des Kölner Karnevals? Da gab es ein paar kritische Stimmen, aber nicht in meine Richtung. Also meine Person wurde gar nicht kritisiert, sondern nur eben die grundsätzliche Frage, mit Band oder ohne. Ja, und dann, als das Urteil verkündet wurde, als erster direkt genannt zu werden, ist natürlich sehr, sehr beruhigend. Also wunderbar, toller Abend. Super war es gestern. Bisschen wieder erwartend tatsächlich, weil ich persönlich kam gestern Nachmittag von der Arbeit und war echt ein bisschen erledigt und dachte so, boah, jetzt heute Abend noch ein Konzert, ist ein bisschen anstrengend, aber ehrlich gesagt, es war so tolles Publikum, also Standing Ovation, und ich war wirklich überrascht. Es war total intensiv. Es ist immer intensiv, aber trotzdem ist jedes Publikum immer total unterschiedlich. Und die Leute gestern waren so gerührt, bis die Umarmung folgten. Aber es war schon ziemlich schön, sehr ergreifend. So wie du, dann eine Schnelle, du kannst aber ja. Ah, das ist, ich bin, nee. Es ist so schön, dich zu kennen. Schlager. Es ist so schön, dich zu kennen. Es ist so schön, dich zu kennen, so wie du. Keiner kann uns trennen. Es ist so schön, dich zu kennen, so wie. Ich bin so wie du. Es gibt jeden Tag mindestens eine wahnsinnig spannende Veränderung, eine Anfrage, Radiointerviews, irgendwelche Radio-DJs, die meinen Song haben wollen. Gleichzeitig muss ich aber daran denken, was passiert hat als nächster und übernächster Schritt. Es gibt Gespräche, die anstehen, die sehr spannend sind. Ich kenne die Katharina schon ein paar Jahre und dann hat sie Eddie kennengelernt und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mitzumachen. Also wir können ihn einrichten, wie wir wollen, wir können unser Equipment lagern. Das und klingt spannend. Vor allen Dingen ist es halt unser Raum. Und wie groß ist der Raum dann? Das sind so 14 Quadratmeter, okay, würde ich schätzen, ungefähr. Und wie teuer? 365 oh. Euro. Müssen wir mal gucken, wie wir uns das aufteilen. Also, ja, müssen wir das auf jeden Fall teilen. Ja, lass uns einfach mal die Bridge zusammen singen, oder? Ja, gerne. 2, 3. 1 und 2 und 3. Ihr habt mich geschlagen und getreten, bespuckt und gar missbraucht. Dann bin ich fast gestorben, ich bin tot abgetaucht. Ich war für euch eine kleine Spinne, ich bin ich Sänger in einer Punkrock-Band, die bald jeder von euch kennt. Die sich der Jellies nennt. 1 und 2 und 3 und 4. Einmal mit Instrumenten? Ja, gerne. 1, 2, 3, 4. Das ist mein Leben, das ist meine Welt. Ich weiß, mein Weg wird nicht leicht sein, doch das nehme ich schon in Kauf. Das ist meine Welt, geh meinen Weg und bin eurige nicht fest. Und wenn ich auf die Chance fliege, das ist meine Welt, geh meinen Weg und bin eurige nicht fest.
Schnauze fliege, dann steh ich einfach auf. Falls mein Weg wird nicht gleich sein, doch ich gebe niemals auf. Mit den Leverkusener Jazztagen hat es diesmal nicht geklappt, aber in Leverkusen spielen wir jetzt trotzdem und das ist im Prinzip ganz normal. Man schreibt 10 Bewerbungen, kriegt 8 bis 9 Absagen und die Wege gehen auch so weiter. Dankeschön. Wie schön. Passt du den noch an kurz? Ist schon an. Oh. Ich höre ihn gerne brummeln. Nee, ist gut. Ich habe in der Vergangenheit mal bei einem pornografisch-feministischen Filmprojekt mitgemacht. Ist jetzt mittlerweile 5 Jahre her. Genau, und das war seinerzeit, oder ist es jetzt auch noch immer, irgendwie relativ erfolgreich. Ne? Also es ist irgendwie bekannt und genau, und daher kennt man unter Umständen noch mein Gesicht. Ja, und dein Gesicht. Ist ganz witzig, weil viele denken, ich habe mit diesem Metier irgendwie total viel zu tun und das ist dann immer ganz witzig, wenn es dann mal zu so einem Moment kommt, zum Beispiel beim Konzert, dass ich dann angesprochen werde, sag mal, habe ich dich nicht da und da gesehen? Und dann denke ich mir so, ja, wo hast du mich denn gesehen? Ne? Und dann frage ich natürlich auch so sehr interessiert nach und ja, dass dann quasi so rauskommt, dass ich eigentlich mit diesem Bereich von Film und nichts sonst zu tun habe, sondern ich spiele Schlagzeug, ich bin eigentlich Musiker. Wir reden von dem Porno, in dem Elia mitgespielt hat. Sehr schön, wie wundervoll er dieses Wort bisher geschafft hat zu vermeiden. Ich sagte Porno. Ja, und genau, für mich ist diese Kategorie feministische Pornografie, die ja relativ neu ist. Ich bin Feministin und ich gucke mir das an und denke mir, okay, ich sehe aber ein Porno wie jeden anderen. Klar, kann man. Ich sehe unglaublich viel Maskulinität in diesem Film. Vollberechtigter Kritikpunkt, ja. Allein, dass bei dem Film, also bei den Sexszenen, Kameramänner. Ja, es waren nur Kameramänner, ja, dementsprechend ist der Fokus ja auch schon total klar irgendwie, ja, das sind auch so Punkte, ja, da kann man natürlich, hätte man auch Sachen anders machen können, ja, aber. Hast du einen Schlüssel, Amelie? Ja. Ja, gut. Bitte? Wie lang? Genau. Es ist schon ein Unterschied, wenn man mit jemandem Musik macht, den man halt so sehr mag und zu dem man so ein großes Vertrauen hat, weil man sich ja mit Musik auch immer ein bisschen offenbart. Mit den beiden ist es jetzt mittlerweile so, dass ich so viel Vertrauen in denen habe, dass ich weiß, die machen was was Tolles halt draus, aber das ist halt so manchmal halt anders, aber das ist nicht schlimm, weil der neue Weg ist dann halt, kann auch besser sein als mein Weg. Fühlt sich einfach so, wie es jetzt ist, fühlt sich das einfach richtig an und ja, deswegen würde ich auch am liebsten einfach so dritt bleiben. Ich bin so gut. Ihr seid die Besten. Du kennst mich selber und kann auf alle Fälle so wie du. Jetzt kommt mal mit Sing Teil. Singt ihr mit mir? Ich sing's euch vor, ich sing nach. Es geht so. Ich nehme euch alle mit auf Tour.
The bottom line.